Listen! So, willkommen zum Hoppala. Falsch abgebogen. Nächsten Part von Dark Souls 3. Ich bin ein bisschen besser gelaunt, man merkt es mir an. Ja, weil ich auch nicht mehr so oft sterbe. Bin froh, dass ich mit dem Leveling doch ein bisschen gefühlt besser vorankomme jetzt. Sonst wäre ich ja eventuell wieder bei den einen oder anderen Sache, glaube ich, schon längst direkt. Ich könnte auch jetzt sein, dass sich diese Sache gleich auch gleich ändert. Weil ich ja nicht weiß, wie dieser Riese da rumspinnt. Kann man die irgendwie... ruhig. Die Flosse, so. Oh mein Gott. Oh, die Hitbox hier, das ist real. So, weißt du was? Komm her, du Fettwanz. Komm her, die hau ich jetzt alle rüber. Als ob mich diese Schallwelle jetzt drauf treffen tut. Alles klar. Ja. Hä? Hast du gerade nach mir gegriffen, du Fehäslichen? Komm her, ich hau dich weg, du. Die Zeit nehme ich mir extra für dich. Komm her. Ah ja, jetzt schlagen wir wieder zweimal zu, ne? Ach komm, ey. Mach ja nicht so eine Welle. Ach komm ey, ich weich aus und da trifft mich. Dort hasse ich. Willst du mich eigentlich verarschen? Komm dir, jetzt geht's aber los hier. Dieser verdammte hässliche Riese, ey. Hm, nur weil seine linke Hand. Also seine rechte. Ne, linke Hand ist das von ihm. Von ihm gesehen links. Eine linke Hand. Mach dich platt, mein Freund. Ach komm, das ist lächerlich. Wenn er mit links zuschlägt, trifft mich das nicht, aber wenn er mit rechts ein paar Mal zuschlägt, dann hilft. Dann haut mich ja, trifft mich ja, warum muss ich die Kieselsteine von dem Boden oder was? Komm. Ach komm, seht ihr, das meine ich, das finde ich... Huch. Ey. Hau ab mit der hässlichen Stinkeflosse. Das ist scheiße, das ist so unfair. Mann. Ach, die HP jetzt, komm. Schluss jetzt. Oh. Abserviert. Oh, jetzt Schwertring. Der Ring bin ich immer so ganz offen. Was hat er denn so Schönes für mich? Beschreibt Angriffe bei tollen und vollen TP. Nee. Im Moment nicht. Hier eine Bolzen, okay.
Muss mir mal aussuchen, mir langsam mal eine Armbrustmatte holen. Ich glaube, das wäre für mich auch mal ein bisschen für mich zum Vorteil. Sitz mal ruhig da unten. Gucken, wie ich da hinkomme. Und noch da hoch irgendwie. Ja, das klingt danach. Frage ist gerade, ob ich jetzt bereue, da hoch zu gehen. Egal. Attacke. Ach, dieses. Gehabt euch wohl eure Dreckeligkeit. Neue Glut, schön. Ach komm. Da Big Booty, hä, was? Ah, wer habe ich das noch gesehen? Hab er nach dir Ausschau gehalten. Ah, es tut weh, wa? Rat suchen. Brauche diesen Chateau nicht mehr. Mutter, die doch am besten sehen, wenn sie. Aha, sie bewegen sich. Des Abgrunds. Ui. Erstmal das kaputt machen hier. So, upsala. Oh, verdammt, ich kann mich nicht zusammenhalten. Ah, oh, verdammt, ich bin wieder gestolpert. Und auch. Ist schon wieder passiert. Entschuldigung. Ich wollte nicht und so. Och, jetzt. Ach, mein Gott, jetzt bin ich über das Holz geschoppelt auf dem Boden. Ach, jetzt schon wieder. Ach, mein Gott. Ach, je, mir nee. Hier liegt Blut. Das ist nicht vom Gegner gewesen. Warum sehe ich so finster aus hier? Aber ich will es mal hier gucken. Da war doch was hier. Wunder des Abgrunds lernen. Ein göttlicher Verlor des Abgrunds, geschrieben in Blindenschrift. Das gehört dem Diakonen der Kathedrale. Gib ihnen einen Geschichtenerzähler, um die Wunder des Abgrunds zu lernen. Efrian soll den Diakon des Abgrunds im göttlichen Schutz lehren. Später wurde er jedoch um finstere Geschichten ergänzt, sodass er nun als ketzerisches Werk gilt. Oh weh, oh weh. Ob das der guten Dame gefällt? Ich weiß es ja mal nicht. Gerade so rummeckert.
Irgendwas hier rumtrampeln. Oh, shit. Hi, wie geht's? Ah, nee. Oh, ja, ja, ja. Konnte ich nicht schon... Uiuiui. Ui, ui. Ich erinnere mich noch, ich war ja damals... Nein! Der so kleine Minen da hinbau, dieser kleine... Blöde. Kann ich den von hinten eventuell damagen? Will ich parryen? Das ist so eine Sache. Nein, ich will nicht parryen bei ihm. Aber ich will ihn einen von hinten überziehen. Ja, scha. Danke. Danke mich für diese Glut. Hoppala, bin mal gestolpert. Oh nee, warum kann da sowas passieren wieder hier sowas? Nach links ist auch noch ein Weg. Geradeaus gehen oder will ich. Guck mal kurz hier um die Ecke. Irgendwie gefällt mir das hier nicht so. Irgendwie rieche ich in eine Falle. Oder weiter hinten der Ort. Warte mal, was hatte ich da wohl? Langfinger Kirk ist eingefallen. Ach, Kirk! Hi, Kirk! Ach, du Kleiner. Ein Schluck. Warte ich hier, wo der Iax. Ja, ich muss gleich den Wissenring tragen. Ach Leute, ich bin voll im Kreis gelaufen jetzt. Ja, haha, super. Oh, das ist noch so ein Fettwanz. Not cool. Oh mein Gott, ist das. Wieder war das aber gut. Ich will dich kretten von hinten. Ab dich! Du bist! Schleif schön! Ich habe einen Schluck ausgegeben, danke. Gerade noch registriert, dieses scheiß Vieh wieder geschossen hat, ey. Wusst. Ja, hau ab, ey. Wusste sie das unbekannten Reisern. Oh, der hat gedroppt.
sind kein Gegner aufkreuzen. Da bin ich aber beleidigt hier. Drahenritterstulpen. Hm. Oh, mal kurz meinen Arm kratzen. Ah, so. Habe ich denn keinen. Habe ich den Ring gerade nicht zu verweisen? Hier den verrosteten Ring? Nee, ne? Ach, ich. Bin im falschen Game wieder ein bisschen teils. Ich bin jetzt gerade den Souls 1 da. Wo der Ring mir jetzt sehr, sehr hier nützlich sein könnte. Geil. Ich bin happy. Cause I'm happy. Ein armloser Soldat. Aha. Nehmen wir diese Tür hier. Ja, da unten. Komme ich gleich hin. Moment, lass mich erstmal hier gucken. Kapuze an der Maid, Ober an der Maid, Handschuhe. Ach, das. Oh mein Gott, da denke ich automatisch, ich wäre jetzt hier irgendwo als Hülle. So. Die weiße Robe der reisenden Maiden, unabhängig von ihrem Rang, ist sie Teil ihrer Tracht. Sie ist weich und von guter Qualität, aber da sie kaum Schutz bietet, ist sie für die Schlacht sehr eher ungeeignet. Ah, mehr zum Chillen. So, öffnen wir mal hier die Tür hier. Ah, frische Luft hier rein in die Bude hier. Meine Güte, ey. Du knackst ja wie sonst was. Heiligen Zweizack. Zweizack. Ich kenne nur Dreizacks. Ein Dreizacke. Heimatknochen, noch schön. Uah, oh mein Gott! Ich wäre fast hier runtergeplumpst hier. Da wäre aber jetzt sehr uncool geworden. Wart hier, mehr gibt's nicht. So. Ich überlege gerade, ob ich mal mich zurückziehen sollte, mal kurz meine Seelen wegzubringen. Obwohl, ne, mir fehlen, glaube ich, noch. Wenn ich mich jetzt richtig in den Hinterkopf habe, bräuchte ich jetzt, glaube ich, noch 3000, glaube ich, noch jetzt. Ich glaube, 3000 war es jetzt noch. Ich laufe mal kurz hier lang, ey. Das Gematsche geht mir auch zu gewaltig ein bisschen auf den Zeiger. Und dahin läuft wieder so ein kleiner Kümmerling. Den kaufe ich mir. Ah ja. Hab ich genau dahin gesehen, da, du kleiner Heini, du. Denkst du, kannst dich hier vor mir verstecken, wa? Ah ja, ich hab dich schon. Ach, du hast deinen Bruder mitgebracht. Und eine kleine Titanin-Scherbe, das lasse ich mir. Gerne in die Hand drücken, sowas. Aufdringlich wie sonst was. Ich glaube, hier kam ich her, ne? Was war das für ein Geräusch? Was zum Fick ist das denn? Nee, hier. Friss. Gott, der stinkt. Du stinkst. Geh weg. Fress!
Das war der Raum, wo ich das reingehen wollte. Boah, Alter. Der hätte mich vermutlich attackiert dann. Der hat da drinnen gelauert. Dieses verdammte Mistvieh. Oh, was habe ich da gerade eben geholt für einen Ring? Heute haben wir ganz schön viele Ringe hier. Fällt mir mal so auf. Mann, lass mich doch mal dahin. So, regeneriert FP von kritischen Angriffen. Der deformierten Ring von Alderich, der abgründige Hörnige zurückgelassen. Regeneriert HFP aus... Alderich, berüchtigt für seinen Fleischeshunger, hatte anscheinend den Wunsch, seine Freude am Aufsaugen der letzten Lebenszuckungen und das Laben an den Schrein seiner Opfer mit anderen zu teilen. Gittigit. Aber den verkaufen? Ja, ich brauch den ja. Ich muss da bestimmt, ja, bestimmt wegen Errungenschaften hier alle Ringe sammeln und so. Ja, da sitzt da. Sehr komisch. Ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Oh, shit. Oh, shit. Und ich muss noch... Ah, verdammt. Bin an den vorbeikommen. Das wird ja lange dauern, jetzt mich an ihn zu kümmern. Das Schlimmste ist gerade, ich merke gerade was anderes noch. Dass ich jetzt gerade gezwungen bin... Na, ich... Mit dem Partner noch nichts beendet. Da kann man noch ein bisschen noch was machen hier. Ich muss ein bisschen Fortschritt machen, ja, dass ich das Spiel auch mal fertig kriege. Und zwar nicht nur euch Zwerge zu verhauen. Zurück bin ich auf Offline-Modus. Da kann ich mir auch keine Sorgen machen, dass mich jetzt hier einer invade von einem anderen Spieler. Gott sei Dank. Ich glaube, dann will ich jetzt schon ausflippen, dass einer mal auf den falschen Zeitpunkt immer reinkommt, um mich zu nerven. Ich werde mal ganz kurz hier einen Schnitt machen, kurz mal auf die Toilette gehen. Einen Moment bitte. Jo, da bin ich wieder. Wo war Schlegel eben? Ach ja. Dieses Riesenvieh da oben. Der wird mich bestimmt nicht in Ruhe lassen. Und natürlich auch noch die hier. Geh weg. Ach, verdammt. Ich wollte eigentlich einen Sprungjump machen. Ach, den Sprungjump, den Schlag. Den hier meine ich halt, den Sprung-Schlag, nicht Sprung-Jump. Oh, der wird auch gut raus, wenn ich mit schwerer Attacke angreife. Wo ich da nicht schneller ran? Ja, ich glaube, da müsste ich... Wo ich da nicht so ran? Oh, nee, oh, nee, oh, fuck. Ah, shit. Soll ich an dem vorbei? Ich muss auch an dem vorbei. Das ist doof an der Sache jetzt hier gerade, aber richtig. Warte mal, ist er nicht auch da? Warte mal, was ist da hinten? Ah, okay. Dann, warte mal. Da ist ein Hebel. Was passiert jetzt hier? Habe ich mich jetzt ernsthaft hier abgesperrt? Ich will mich hier nicht, aussperren hier. Okay, wofür war das jetzt gut hier? Habe ich jetzt eine Brücke gemacht oder was ist das jetzt hier? Sieht nicht nach Brücke aus, oder? Sieht mir nicht nach einer Brücke aus, wie gesagt, eine Absperrung hier. Ist denn auch ich aus so eine Art Teil? Warum musst du Hesselot jetzt da im Weg sein? Mann, geh fort! Oh Gott, Energie alle. Mein Charakter kratzt sich dabei im Kopf, auch nicht schlecht. Stimmt, ich habe meinen Dings nicht ausgerüstet. Ha! Da brauche ich eigentlich nicht so in der Liste, ich kann den auch so
Ne, ich kann den auch so nutzen, einfach. Wieder kleiner. Ja, ich sitze in deinem Wasser, toll. Ja, Guck mal, auch so eine Abschirmung. So, ich gehe mal kurz jetzt mal kurz hoch. Aber warte mal, hier geht's dann auch tiefer runter. Ach, okay. Ach, hier bin ich. Ja, ich erinnere mich an diesen Ort hier. Jetzt außerhalb wieder. Ein Fahrstuhl. Ich glaube, hier ist die andere Seite. Ja. Ah, gut. Ja, ist doch nice. Habe ich ja schon mal was Gutes entdeckt. Aber wo führt mich denn das hier hin? Oh, er fährt hoch. Ist jetzt der Schalter hier gut? Hol ich jetzt den Fahrstuhl hoch oder? Also mit hol ich den Fahrstuhl hoch. Ach, das ist eigentlich nur der Ort, wo ich gerade war. Naja. Ist nur hier. Ah, okay. Ich hätte zum Beispiel hätte ich jetzt auch das Dach hier reinspringen können. Ah, okay. Schon mal Winter, da voll nice aussieht die ganze Zeit, wenn ich hier in der Glutform bin hier und meine Klamotten dabei die ganze Zeit so von Glut umgeben ist, die ganze Zeit von den Flammen. Na, guck nicht so doof, du hässliches Vieh. Oh, ja toll, war ja wieder klar, dass hier was... Bäume, nichts. Hau ab da jetzt. Ich keinen Ring dabei, wo ich mal eben durch das Ding rennen kann oder was oder wie. Warte mal, ich guck mal eben durch hier. Das Geschick. Verstärkt Pyramidie enorm, habe ich nichts von gemerkt hat. Warte mal, vielleicht komme ich gleich damit durch. Nee. Nee. Was kann ich zu doof zu gucken, du Mülldingen, du? Mann, ich komme nicht an diese dämlichen Dinger. Wie viele Pfeile habe ich denn? Alter, ich baller den jetzt mit Pfeilen zu. Ich bin doch jetzt bescheuert hier. Ich lasse doch jetzt nicht hier. Warte jetzt doch keine 8 Jahre, bis ich den. Pfeifenkopf da. Amboss des Ritters. Warte mal. Wir machen viel mit Damage. Macht der physisch. Der und so. Holzen.
Hey. Das kann ja lange dauern. Drachentöter am Bogen. Der wäre jetzt richtig nice. Aber bestimmt nicht in petto zufälligerweise mal irgendwo, oder? Nee. Nur den langen Bogen. Ich habe jetzt auch keinen Zauber mit hier. Ach, hab ich wieder ein Glück hier heute. Wenn ich da jetzt reinrenne, haut er mir auf die 12. Das gebe ich Gift und Siegel drauf. Mit Fluch und hast nicht gesehen. Ja, ich habe wirklich mit Beabsicht jetzt gerade wirklich Gift und Siegel gesagt. Kann er mich eigentlich hier unten treffen, wenn ich jetzt hier unten mich durchschleiche? Mal, wenn ich es schaffe, mich hier durchzuschleichen an ihm. Oh. Oh nein. Warum? Ah, ich hasse euch. Warum? Oh mein Gott. Noch geschafft. Muss dieses dicke Wurmfieder auch noch im Weg sein, ey. Euer Ernst jetzt gerade? Das hat mich jetzt aber gerade richtig hart getriggert. Ui, der hat aber ein großes Schwert da hinten. Oh, nicht, dass der. Wirklich schickes Schwert. Gefällt mir. Ach, genau, ist klar. Du hast jetzt die. Warte ich mich jetzt hier hinter der Wand zu treffen. Dann flippe ich aber aus hier. Habe ich noch bitte meinen Pyromantenring haben? Danke. Och, nee, auch noch. Ach du Scheiße, ey. Wie gesagt, hier eine. Oh oh. Ah, vielleicht kann ich euch hier einzeln rauslotsen. Was hat der denn da? Ah, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Das war mein Fehler. Hab dich! Ah, I love that. Komm her, du Kerzenhalter, du. Oh, der sieht nicht ganz gar nicht gut aus. Alter. Schade. Will ich es riskieren? Ja, ich will es riskieren. Alter. Ach, komm schon. Ach komm, hat keinen Sinn hier mit dem Parry hier irgendwie so richtig. Was war das denn für eine Hitbox jetzt, bitte schön? Jetzt habe ich dich. Nein, du bleibst liegen. Mann. Ich muss mal eine Session nochmal machen und mich nochmal mit dem Parry nochmal anvertrauen, ey. Warum habe ich denn. Warum habe ich jetzt gerade so ein Zeichen bekommen, als hätte ich jetzt eine Flask bekommen? Vertraute Geräusche, ey, wenn so ein Schwarzritter stirbt. Ich hole ich mir schon keine Sorge und dann hau ich dich windelweich. Hol jetzt mal hier ein.
Weg finden, wo ich hier. Duell. Ja, warte, erstmal gucke ich hier. Nach. Ne, hier geht's nicht noch so lang. Ob die Ecke war auch? Ja, da brauche ich gar nicht hin. Die Ecke war ja auch dicht. Und wen beten sie überhaupt an hier? Der Mann mit dem roten Tuch oder was? Aber hier geht's dann noch weiter. Da ist eine Nebelwand. Nebelwand sagt mir irgendwie gleich wieder Boss sein. Und ich habe jetzt keinen Flask dabei. Das ist scheiße. Also muss ich mich nochmal hier umschauen, nochmal genau, ob ich vielleicht noch irgendwo ein Leuchtfeuer finde. Den gehe ich jetzt mal hier lang. So. War doch hier ein Lift hier irgendwo. Genau, hier. Da gehe ich mal hinunter und schaue mir mal an, was die da. Ach, der ist ja schon da. Dann haben wir hier einen Weg zu einem. Ach, ich bin jetzt hier. Ah, hier bin ich jetzt. Hier, das Tor habe ich jetzt geöffnet. Möglichkeit, hier aber schnell aufzufüllen oder so. War hier nicht die Möglichkeit gewesen? Nee, ne? Nee, nicht wirklich. Nein, nein. Ah, da läuft bescheuert dieser. Was? Hä? Wo habe ich jetzt die Seelen her? Geh! Oh, danke. Die Schwerter kann ich aber ver. Oh, danke! Und nur ein Flask. Ist auch nicht gerade viel. Was ist denn da auf der anderen Seite? Ach, warte mal, das ist doch eine Brücke. Will ich jetzt erstmal. Das sah von unten nicht so. Ach, sieh mal an. Was machst du denn hier? Ja, warte, mit dir rede ich später. Oder irgendwas kommt hier. Well, Amulett. Mach nichts Falsches, Junge. Ich bin gleich wieder da. Ich will mir kurz mal eine. Ach komm schon. Oh nein, das war ja doch gar nicht. Das war er nicht, das war Patches. Patches, dieser hinterlistige Drecksack. Ich fasse es nicht. Ich wollte jetzt gerade nicht mit ihm reden, weil ich dachte, er hat eine Questline weiter. Ach du dämliches Sackgesicht. Ohne Flachs. Ja, welchen Riesen, du Depp. Der ist doch tot. Ja, Pech für dich, der ist tot. War wohl nichts, wa? Kollege Schnürschuler, warte, die komme ich jetzt da hoch. Jetzt muss ich ja wieder da durchkriechen bei dem. Ah, oh, ja, das war das mal wieder komplett. Warte mal, was ist das denn hier? Aha. Interesting. Hätt ihr noch mehr Hebel für die anderen Teile hier? Warte mal, ich schaue mich mal eben kurz hier um. Moment. Nee, da laufe ich jetzt nicht durch, das dauert mir jetzt zu lange. Irgendwie was. Oh, Patches, ey, dieser hinterlistige Drecksack. Aber mein Glück komme ich da jetzt nicht durch.
Oh, dieser Mistkerl, ey. Hier noch ein Weg hoch. Bin ich aus, sind hier reingerannt. Könnte nach Hebel ausschalten, ob wir noch ein paar Hebel hier finden, hier, ne? Habe ich ja aktiviert, da war hier der hier. Guck nochmal, warte mal, will ich auf sicher gehen? Ja, ja, war der da oben. Ah, okay, aber ich habe vielleicht eine Möglichkeit, da hochzukommen zu den anderen Riesen. Probieren wir diesen. Ja, da war ich ja schon. Und ich sehe, ich kann wieder ein Level abmachen und C-Level hochsteigen. Muss ich gleich mal gucken. Ich glaube, ich werde wieder ein bisschen auf Leben machen. Wie gesagt, ich will jetzt ein bisschen auf Leben gehen. Noch ein paar. Und dann werde ich Stärke gehen. Dann wird das Großschwert mal richtig Power rauskloppen. Im Moment bin ich ja noch zufrieden mit der kruden Aufbauung. Aber irgendwann hat ja diese krude Aufbauung hat ja auch irgendwann mal so eine Grenze. Komme nicht weiter, richtig? Ah ja. Ja, muss ich halt ein anderes Mal hingehen. Also das wird mir jetzt ein paar zu dumm gerade. Ich habe so wenig Estos. Wenn ich jetzt da hinrenne, haut der mir einen auf die 12. Das weiß ich, wie das endet. Dann bin ich ehrlich zu euch. Das weiß, wie das endet. Und zwar nicht gut. Für mich. Da werde ich mich jetzt kurz mal mir eines Level-Skillung holen. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir dann wieder ganz normal weiter. Also im Moment brauche ich ja nichts leveln. Ich komme gut zurecht. Also die paar Tage, wo ich mich einfach angesetzt habe zum Leveln, haben sich gelohnt. Bin ich sehr zufrieden mit mir. Hat auch ganz schön mich Nerven gekostet. Ja, ich würde sagen, ab zum nächsten Part dann von Dark Souls 3. Bis denn, ne?